Ich interessiere mich für Spektralismus, aber auch für, ja, ich sag mal, harmonische Systeme. Also ich habe sehr viel experimentiert mit verschiedenen Akkorden und Akkordstrukturen aus Intervallen, also auch wieder aus der Obertonreihe, aber auch aus verschiedenen tonalen Systemen, die ich irgendwie neu zusammensetzen wollte. Das war der Beginn des Stücks Heilige Nacht, du sinkest nieder für Cembalo Solo. Ein Auftrag des Stille Nacht Museums in Wagrain und ist letztes Jahr entstanden. Das Stück hat eine Akkordstruktur zugrunde liegen, also es beginnt in der höchsten Lage des Cembalos mit diesem Akkord. Und es gibt so eine Art, in Jazz würde man sagen, Drop-Two-Voicing, das heißt, es fällt immer ein Ton nach unten, also am Beginn das C. Und es geht immer so weiter. Und es ist aber nicht so, dass die Töne immer um eine Oktave nach unten fallen, sondern die Intervalle werden von der Obertonreihe bestimmt. Ich freue mich besonders über das Stipendium, weil ich dadurch auch die Aufführung meiner ersten Oper realisieren kann. Ich habe das Libretto auch selbst geschrieben. Es geht um so eine Art Traumgeschichte. Als Besetzung habe ich gewählt einmal eine Mezzosopranistin, einen Bariton und eine Schauspielerin und ein Ensemble aus 10 verschiedenen Instrumenten.